Na gut, das mit dem Warten hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Das dauert doch wesentlich länger, als ich gedacht hätte. Also er hat jetzt gerade mal in 10 Minuten 10, 20 Lebenspunkte regeneriert. Jedenfalls gefühlt. Also habe ich schon mit einer Heilung nachgeholfen. Da legen wir mal eine hinterher. Weil die Mana-Punkte regenerieren sich ja genauso im Hintergrund. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen rumlaufen, ein, zwei Gegner noch töten und dann haben wir hoffentlich das Mana auch wieder voll. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Also, hier sind wir reingekommen. Die ganzen rosa Punkte sind überall nur Weinfässer gewesen, mit denen man nichts machen konnte. Und die beiden rosa Punkte hier müssten Säulen gewesen sein. Also schauen wir einfach mal da weiter. Einfach geradeaus. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Ach stimmt, hier hatten wir die Gegner rausgelockt gehabt, um zu testen, ob man sie mit der Tür töten kann. Was leider nicht der Fall war. Da wollen wir nicht lang. Nee. Erstmal hier gucken. Ist das alles? Das ist doch kein richtiger Kampf. 3. Also nicht jeder Treffer wird mit Blut und Animation angezeigt anscheinend. Weil eben gerade haben wir zwei, dreimal zugepiekst und er hat sich nicht bewegt und ist trotzdem tot umgefallen. Schade, ich wollte eigentlich mal testen, wie viel Schläge man mit dem Schwert braucht, um so einen umzubringen. Und dann mal gucken, wie viele Schläge man mit dem Speer braucht. Weil schadenstechnisch dürften sie ungefähr gleich sein, aber vielleicht haben die Gegner ja unterschiedliche Resistenzen. Wir haben gerade einen Schlüssel bekommen. Der wird dann wohl für hier sein. Ja. Und der sieht genauso aus. Scheinen wohl die Standardschlüssel hier zu sein. Hey, wer bist denn du? Bei allen Göttern, wie kommt es, dass ihr noch lebt? Der Tod ist nahe. Er wird bald kommen. Seid unbesorgt. Ich werde euch nicht hier sterben lassen. Ich bin bereits tot. Daran kannst du nichts ändern. Parsafal, sie brauchen dich. Ich bin nicht Parsafal. Lasst mich euch helfen. Nein, ich sterbe. Wenn ihr die Kraft habt, dann sucht ihn, Parsafal. Parzival. Ist das eine Anspielung auf Parzival aus der Artus-Sage? Ha. Ja, das passiert, wenn man nach dem Gral sucht, alter Mann, ha? Wer ist Parsafal? Sagt es mir, und ich tue, was ihr wünscht. Ein loyaler Mann, ein Freund. Er will sich zu mir durchkämpfen. Ihr müsst ihn aufhalten. Seid unbesorgt, ich bitte euch. Wie werde ich diesen Parsafal erkennen? Und er mich. Ich bin Lord Gryphon, mein Siegelring. Er wird ihn erkennen. Habt Dank für eure Güte. Dankt mir nicht. Es macht mir keine Freude, eurem Freund die Nachricht über euren Tod zu überbringen. Es gibt eine geheime Kammer in meinen Räumen. Findet sie. Ihr werdet dort viele nützliche Dinge finden. Nun ruht euch aus, Lord Gryphon. Ihr geht jetzt besser, bevor die Gefolgsleute zurückkehren. Also er liegt im Sterben und wir sollen seinen Freund davon abhalten, ihn zu retten, weil er eh nicht mehr zu retten ist. Na gut, den Ring, kann man den anlegen? Nein. Na gut, geht er im Inventar unter, solange bis wir ihn finden, diesen Parzival. Und in der Kammer von dem Lord Griffin soll es einen geheimen Bereich geben? Aber wie erkennen wir seine Kammer? Ergib dich! Und ich verspreche dir Eins, einen schnellen zwei, drei. Also es waren jetzt gerade drei Schläge und der ist schon umgekippt. Davon waren aber nur zwei animiert. Also zwei Trefferanimationen. Na gut, demnächst machen wir auch mal mit dem Schwert, um zu testen, ob es wieder drei sind. Ergib dich. Und ich verspreche dir einen Eins, schnellen Tod. zwei, drei, vier. Na gut, die Waffen haben auch. Ja, ein D8 Schaden. Okay, das kann man nicht verallgemeinern. Und der Speer auch ein D8. Ja gut, dann kann ich nicht wirklich testen, was für Resistenzen die haben. Also ob die jetzt eher gegen Stichwaffen oder Speere anfällig sind. Was haben wir hier? Trank der Heilung ist immer gut.
Obwohl, momentan kommen wir noch recht gut klar. Wir haben noch keinen einzigen davon benutzt, wenn ich mich richtig erinnere. Alles schön sortieren, so gut es halt geht. Mana-Kräuter darüber. Und ein Buch des Krieges. Das gucken wir gleich mal an. Truppen, die im Gebrauch von Hiebwaffenfilmen sind, sollten mit Streitäxten und Kriegshämmern ausgerüstet sein. Na gut, hier wird das gleiche erklärt wie von dem Waffenmeister vorher eigentlich auch. Nur wird hier genau erwähnt, dass Stichwaffen halt auch Lang- und Breitschwerter sind und keine Dolche. Aber was wir mit dem Buch wirklich anfangen sollen? Naja, packen wir es mal zum Ring, vielleicht ist es ja ein Questgegenstand. Und das war es dann auch schon mit der Truhe. Schlafen können wir leider nicht. Obwohl, unser Mana sieht ja so auch schon wieder ganz gut aus. Und wirklich viel Schaden bekommen haben wir auch nicht. So, also wir sind jetzt einmal rum bis auf da. Dann wird da wohl eine Treppe sein. Gehe ich überhaupt richtig? Nee, natürlich nicht. Ja, ja, Gerogon und der Orientierungssinn. Das ist immer so eine Sache. Wow. Okay, da gehen wir nicht lang. Das sah jetzt ein bisschen so aus wie bei Indiana Jones, die Kugel. Zittere nicht vor mir. Mit Feiglingen habe ich kein Mitleid. Na, komm her. Ah, stimmt. Den Beutel hatte ich früher schon mal gefunden. Den können wir jetzt hier reintun. Und dann könnten wir hier alle unsere Heilträgersachen verstauen. Aber noch haben wir keinen Platzmangel. Aber für später ist der ganz praktisch. Denn unser Inventar wird ja stetig zunehmen, so wie ich mich kenne. Was sagt... Ist das da ein Knopf? Oh, und Stacheln. Kriegen wir Schaden, wenn wir da rauflaufen? Ich meine, wenn wir rauffallen würden, würde ich ja verstehen, dass wir Schaden bekommen. Aber wenn wir... Oh, okay. Schmerzverzerrtes Gesicht dürfte Schaden sein. Ha. Aber das merken wir mal für später. Wenn wir ein bisschen Lebenspunkte über haben, können wir da immer durchrennen. Vielleicht ist da was hinter. Oder wir finden irgendwo einen Schalter, wo man das deaktivieren kann. Zittere nicht vor mir. Mit Feiglingen habe ich kein Mitleid. Na, komm schon. Kein Mal getroffen bisher. Also. Oh, was haben wir denn da? Ein Kriegshelm. Okay, keine Rüstung an, aber einen schweren Helm. Verringert Schaden um 5%. Na gut, das wird jetzt am Anfang nicht ganz so wichtig sein. Wo wir eh nicht so viel Schaden bekommen. Aber später, wenn die Schadenswerte hochkommen, dann bringt eine Prozentzahl halt auch mehr. Noch einer. Oh, die anderen haben wir schon verbraucht, stimmt. So, wir haben bisher nur mit dem Schwert zugehauen. Erfahrungspunkte für den Aufstieg. Ach so, es ist vollkommen egal, mit welcher Waffe wir zuhauen. Hauptsache, wir hauen zu. Dann füllt sich der Balken hier und wir können einen Punkt verteilen. Auf Hiebwaffen, Langwaffen, Stichwaffen und Fernkampfwaffen. Na gut. Oh, unsere Mana ist voll. Da sollten wir doch mal wieder einen Heilzauber sprechen. Weil so trainieren wir halt die magischen Künste, in denen wir ja wirklich nicht besonders gut sind. Ist das alles? Das ist doch kein richtiger Kampf. Pieks, 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 pieks. Ah, und wieder ein Waffenschrank, wo man nicht mit agieren kann. Schade, schade. Hier auch nicht. Eine Art Postament versperrt mir den Weg. Noch höher. Wo kommen wir eigentlich her? Wir kommen von da, oder? Na gut, nee. Erstmal immer schön eine Ebene nach der anderen durcharbeiten, sonst verwirrt man sich total. Also, ich zumindest. Also, wir haben da noch den Stachelweg und da lang und hier war die Kugel. Also schauen wir erstmal da lang. Gegen die Wand, runter. Okay. Wir haben die Wahl zwischen Stacheln und Feuer. Und einer Kugel.
Ja, die Stacheln haben nicht so weh getan. Aha, naja. Und die Druckplatte, macht die Tür auf oder löst sie eine Falle da aus? Das sieht so aus, als wenn da Feuer rauskommen könnte. Legen wir doch einfach mal das Mana-Kraut da drauf. Das wiegt nicht genug. Na gut, Speer. Ha. Den leeren Beutel. Und sein Helm. Na gut, die Druckplatte können wir dann wohl nicht auslösen, außer wir steigen selber rauf. Schauen wir noch mal. Ist das alles? Das ist doch kein richtiger Kampf. Ah, die Tür bleibt aber offen. Ist das alles? Das ist doch kein richtiger Kampf. Dann schauen wir doch mal eine Truhe. Und ein Stein. Na gut. Eine Wurfklinge. Die probieren wir gleich mal aus. Müssen wir nur jedes Mal wieder einsammeln. Aber bei schwierigen Gegnern kann das bestimmt hilfreich sein. So, das Ding ist leer. Das ist eh immer leer. Und eine Kriegsrüstung. Schöne Sache. Verringert Schaden um 10. Sind wir schon bei 15%. Und wir sehen gleich wesentlich kriegermäßiger aus. Noch ein schönes Schild wäre nicht schlecht. So, das war's auch mit der Truhe. Ach, das sollen automatisierte Türen sein. So à la Star Trek. Hightech. Aber gut. Nicht so viel rumspielen, wir wollen töten. Wofür ist der Schlüssel? Also das Schloss. Für die beiden Türen hier? Nee. Ist auch die Frage, ob es genug Schlüssel gibt für die Schlösser. Oder ob man sich quasi entscheiden muss, welche man öffnen will. Wir haben jetzt nur einen Schlüssel über. Egal. Versuch macht klug. Noch ein Stein. Zwei Steine. Und ein toller Wandteppich. Ja, das war dann wohl der Zong, wenn es denn einen gab bei den Silberschlüsseln. Die Tür ist nämlich zu. Ja. Na gut, hoffen wir mal, dass wir noch ein paar von den Wachen bekommen. Oder die anderweitig Ergib rumliegen. dich. Und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Ja, genau. Und schwusch. Ja, leider können wir noch nicht sehen, wie viel Schaden das verursacht. Und einmal so ein Ding werfen scheint nicht allzu viel zu bringen. Ah, schön, schön. Ah, vielleicht gibt es ja später mehr von diesen Dingern und man kann die dann stacken. Also, dass man mehrere auf einmal werfen kann oder hintereinander. So, die Tür kriegen wir auf mit dem Schloss. Ja, und noch ein Felsbrocken. Ja, gut, dass unser Typ so viel tragen kann, ne? Oder wir sollten einfach nicht alles mitnehmen. Wir tragen 58 Kilo von 160. Das sieht mir nach einem Rätsel aus. Und selbst der Stein ist nicht schwer genug, oder wie? Oder müssen wir... Ah, nee, drei Steine. Huha. Da hinten was aufgegangen? Na gut. Dann nochmal irgendwas raufpacken. Das sind aber nur kleine Steine. Na gut. Eins. Zwei. Speer. Sack. Na gut, unsere Rüstung. Oh, die Kunst des Krieges.